Salve! Wir haben Donnerstag, den 24. Oktober. Mein Name ist Christian Schlegel und die Zeit, in der ich diesen Film anfange, ist 11.23 Uhr. In diesem kleinen Clip geht es um den Dow Jones. Und in den ganzen letzten Jahren war das immer mal spannend. Da gab es auch Signale. Ich muss ehrlich sagen, ich habe hier, damit können Sie auch, wenn Sie wollen, gleich den Film aufmachen, so gut wie gar kein Signal. Der Freund handelt, rechnet, tradet, sowas von neutral und emotionslos, das ist schon, das gibt es selten. Fangen wir es mal von vorne an. Wir haben ganz klar immer noch diesen Widerstand vom All-Time-High vom 16.07. bei 27.398. Das ist die Make-or-Break-Line, da muss er drüber, sonst verhungert er hier. Die Unterstützung wird hier durch diesen Hammer dargestellt, ein bisschen über 25.700. Das sind erstmal die allerwichtigsten äußeren Punkte. Nach innen gibt es natürlich das obere Band, knapp unter 27.300, beziehungsweise bei hier in Verbindung mit der 200-Tage-Linie 26.140. Die gleitenden Durchschnitte sind leicht nach oben gerichtet, allerdings bezeichne ich das hier als eine Seitwärtsphase, sodass Trendfolgemodelle wie diese hier keinem Trend folgen können. Deswegen heißt es ja auch Trendfolger. Da ist wirklich nichts Besonderes. Auffallend ist gerade in den letzten Tagen, dass wir ganz viele relativ kleine Körper haben und oftmals ist der Eingangspunkt oder der Startpunkt des Handels gleichzeitig auch der Endpunkt des Handels. Hier, 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 da, da. Das ist extrem langweilig, als ob da auf irgendetwas gewartet wird, was auch immer da passieren könnte. Die Technik über das MACD ist auch hier um die Nulllinie rum, die oszilliert da. Das ist nichts zu wollen, kein klares Signal, nichts dergleichen. Und dieses kleine Verkaufssignal in der Stochastik hat uns lediglich ein paar Punkte bringen können. Das sehen Sie hier oben im Chart. Aber es ist auch zwischen 79 bzw. 21 ist das für mich nicht beachtenswert. Ich gucke da nicht drauf. Ich will sowas hier haben. Das da. Ich will sowas haben. Das finde ich interessant. Ich bin hier zum Nichtstun verdammt. Nichts ist schlimmer, als dann der Börse einen übertriebenen Aktionismus zu zeigen. Ich bringe Ihnen trotzdem mal für Ihre Watchlist zwei Scheine mit. Der eine liegt etwas hier drunter. Unter der 200-Tage-Linie, unter dem unteren Band. Das ist dieser hier. Das ist ein 25.985er. Der Freund hat auch einen 30er Hebel, wenn der irgendwann mal drankommt. Und bei mir kommt er erst dann dran, wenn wir dieses All-Time-High hier rausgenommen haben. Vorher nicht. Das hat einfach, das bringt nichts. Das ist vergebene Liebesmüh. Das ist von Goldman ein Schein mit der Kennnummer GB3PSB. Gustav Bertha 3, Paula Siegfried Bertha. Das wäre für mich der erste Schein, den ich mir aussuchen würde, wenn wir wirklich tatsächlich das All-Time-High rausnehmen. Bei den Puts kann ich mich ganz knapp dahinter legen, hinter dieses High von 27.398. Da habe ich sogar ein bisschen größeren Hebel. Und zwar sowas hier, 27.439. Das ist im Moment ein 48er Hebel, es ist sehr hoch. Das ist die Kennnummer von Goldman, GA6U70. GA6U70, der liegt also hier hinter. Der kommt aber auch dann erst ins Gespräch, wenn wir hier den Hammer rausnehmen und somit negieren. Also, wer nichts machen muss, der sollte davon einfach die Finger davon halten. Das ist momentan schlicht und ergreifend ohne echte Aussage. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.